Moin, moin. Moin. Aus Hannover, nicht aus Dubai. Extra aus Dubai angereist, um die Messe zu besuchen, die jetzt zwei Jahre nicht stattfinden durfte. Mhm. Jetzt endlich findet sie statt. Wir schaffen es heute am Freitag, gleich den ersten Tag vorbeizukommen. Ja, wollen uns mal geile Autos angucken. Wir waren ja den ersten Tag, als wir in Dubai waren, direkt auf einer Autoshow, die Custom Show Emirates. Und jetzt wollen wir mal sehen, was sind so die Unterschiede. Also Dubai zu hier ist wirklich ein krasser Unterschied. Da gucken wir jetzt mal, was passt. Wir lassen uns einfach überraschen. Wir wissen gar nicht, was uns erwartet, sondern wir freuen uns jetzt endlich mal wieder in Deutschland auf einer richtig coolen Messe zu sein. Und das ist eine, ich glaube, das wird eine der größten Messen überhaupt in Europa. Also ja, sowieso, weil es ist ja die erste, glaube ich, mit, ne? So ziemlich. Indoor, ne? So wie es mal war, glaube ich. Also lasst uns losgehen und komm mit. Thema Lack wollen wir uns natürlich speziell angucken. Thema Lack. Lack, Folien, Designs. Also in Dubai ist ja noch immer viel mit Folien. Jetzt machen sie auch neuerdings Steinschlagschutzfolien in Matt und Glänzen, um wirklich die Autos umzufärben. Jetzt gibt es auch eine schwarze Steinschlagschutzfolie. Und da wollen wir auch mal gucken, wie das hier so ist. Ich bin ja nicht so der Folienfreund. In Dubai ist es hier auch nicht so, weil die halt kurzfristig halten. Die verbrennen halt bei der Hitze extrem. Trotzdem ist es eine coole Alternative. Deswegen, es kommt immer darauf an, was ist dein Geschmack? Willst du was Langfristiges und Hochglänzendes, dauerhaft, dann ist Lack halt besser. Bist du der Typ, der sich einmal im Jahr das Auto neu designen will, dann ist Folie das Beste. Willst du dein Auto schützen und hochwertigen Lack, ist die PCP oder die ganzen abziehbaren Lacke halt eine Alternative. Oder halt Steinschutzfolie, wenn du das Klassische beibehalten willst, die Grundflächen schützen willst, halt Steinschutz. Also mal gucken, was hier so alles auftaucht. Hier sind wir bei Sonax, hochwertige Reinigungsmittel, Pflegeprodukte auf Schwarz. Hier ist Schwarz ja super einfach sauber zu halten. In der Wüste ist Schwarz die größte Herausforderung. Also, weil wir haben ja permanent Staub in der Luft, niemals klar. Nee, genau. Und einmal längs kratzen. Deswegen Sonax hat auch eine Keramikversiegelung, die dann so abperlt wie das hier. Und das ist in Dubai eine ganz große Sache. Also Keramikversiegelung oder Folien oben drauf, dass es halt super glänzt. Und vor allen Dingen ist es in Dubai, ist es auch in den Kaufhäusern, in den Tiefgaragen, kann man seine Autos putzen lassen. Und die gehen natürlich immer mit einem und denselben Lappen den ganzen Tag dabei. Ja. Er hat aber eine geile Lackierung, also von der Farbe her. Ja, Candy Apple Red oder Brandywine ist das. Den hatte ich damals in Senfgelb. Für Senfgelb. Mit einem 60 PS Motor, Automatik. Damit habe ich Pizza ausgefahren, war total geil. Und da habe ich einen Unfall gebaut, weil der hat Heckantrieb. Und dann bin ich auf der regennasser Straße, habe ich eine Schulkollegin dabei gehabt. Bin um die Kurve gegangen, da ist das Auto im Kickdown gegangen. Auf dem Zebrastreifen, dann bin ich einmal weggerutscht, bumm, habe einen Laternenpfeiler umgemäht. So einen Lampenpfeil, nee, ein Halteverbotsschild habe ich umgenagelt. Und dann habe ich ihn nachher verschenkt. Und heute sind die Dinger richtig was wert. Verschenkt hast du den? Ja, da gab es damals nichts mehr für. Und jetzt kostet so ein Ding, weiß ich nicht. Also was hier noch natürlich cool wäre, ich weiß nicht, ob man es rumkriegt, den müsste man jetzt nochmal schön schleifen, um diese Orangenhaut rauszumachen. Das Ganze wird den Ganzen nochmal mehr Tiefe geben. Aber sonst sehr, sehr geil. Tolle Farbe. Wir sind jetzt hier bei Stefan von den Custom Kings. Das ist der Mann, der meinen Porsche unterkellert hat quasi. Ja. Richtig geil mit KW-Gewindeverwerk. Stefan kennt man eigentlich für US-Fahrzeuge. Aber hier hat er jetzt einen Tesla stehen. Mal was Elektrisches, ja. Sonst bist du ja überzeugter V8 oder V10. Genau. Und jetzt hast du wie Elektro. Also das ist halt, normalerweise würde jetzt man sagen, wie passt das in unsere Welt? Aber tatsächlich liegt das daran, also wir wollen mit den Autos nicht die Welt retten. Tun die Elektroautos meiner Meinung nach ja auch nicht. Und, aber die Performance der Autos und das Design, man ist am Werk jetzt kein Highlight, aber man kann es geil machen, wie du siehst. Ne? So, und dadurch Leistung und Fahrverhalten von den Dingern ist halt einfach brutal. Ich bin aber so ein Tesla mal mitgefahren. Ja. Ganz kurz so für 10 Minuten durchs Industriegebiet. Ja. Da war mir echt schlecht danach, weil die Beschleunigungswerte. Wie viel PS hat der und was braucht der von 0 auf 100? Ich glaube, dass das interessant ist. Genau, also der hat 500 PS oder 511 hochgerechnet Systemleistung und beschleunigt 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Frage noch, letzte. Kann man so ein Ding softwaremäßig tun? Kannst du theoretisch. Wir waren auch schon drin. Problem ist, Tesla schiebt da wöchentlich eigentlich Updates ins Auto rein, dann ist die Software immer weg. Ne, so, und das ist auch eigentlich unnötig bei dem Auto. Guck mal, ich habe hier gerade hier unsere Farbe entdeckt. Oh, Miami Blue. Miami Blue, genau. GT3. Und das ist ein RS? Ja.
ja, kann man sagen, mit unserem PCP haben wir lacktechnisch den glatter gemacht. Das ist ja der, wo wir dieses Gulf-Design drüber gemacht haben. Und ist ja immer noch ein Traum von mir, ne? Wenn man so rüber guckt, die sieht man in Dubai eher seltener. Auch in so einer Knallfarbe ein weniger. Was man in Dubai so sieht, ist hier Lamborghini, Ferrari, Urus. Lamborghini Urus, die sieht man häufiger. Ja. 911 G-Klasse ist genau. Wie ein Golf. Genau, jedes zweite Auto ist halt eine G-Klasse. Mercedes. Haben wir Klassiker, jetzt. Wo ich gerade mal einen Klassiker sehe. Kommen in Dubai jetzt auch mal mehr. Also hier vom Weiten habe ich gedacht, das wäre eine Flip-Flop-Lackierung, aber es ist jetzt doch nicht, sondern es ist Folie. Woran erkennst du das? Woran man das erkennt, erstmal an der Oberfläche. Na, die Tür wechselt auch die Farbe zum Hinterteil. Das geht mit Lack ja auch. Ja, aber ich erkenne es natürlich, wie es foliert ist und an der Struktur. Und es hat natürlich nicht den Glanz wie eine Lackierung. Na, deswegen habe ich erst mich gefreut. Ich habe gedacht, ja, super, Lack, aber nee, es war dann doch Folie. Eigentlich ist diese Folie hochglänzend, aber sie hat so einen Seidenmattgrad. Ne? Viele finden das gut, ist mal Geschmackssache. Aber im Folienbereich, in diesem Vinylmaterial, geht es halt nicht glänzender. Also deswegen ist das so das Maximum, was an Glanz an Folien rauszuholen ist. Es gibt noch Folien, die sind noch ein bisschen glänzender, aber so Effektdinger. Da sieht man halt immer diese Kleberstruktur durch. Da sind so Luftkanäle drin. Dass man quasi ein blasenfreies Kleben hat. So ein Klassiker zu folieren in so einer Farbe, aber sagen, ey, geht's noch. Deswegen, da ist meistens Originallack drauf oder schön lackiert. Und dann bleibt das so. Bei so einem Fahrzeug, das ist heute eine Trendfarbe. Morgen ist es schon wieder out, dann reißt man es ab, macht was Neues. So wie bei dem hier. Allerdings erkennt man schon auf Entfernung, dass das eine Folie ist. Erstmal hat man einheitlichen Glanz. Und wenn ich so diese Crackles hier so machen würde, ne, die würde man bei mir ja fühlen. Bei diesen Distressed Authentic Lackierungen, die wir immer machen, da fühlt man es richtig, dass man gar nicht sagen kann, ist das jetzt alt, ist das neu? Nee, hier sieht man wirklich auf Anhieb, das Folie ist witzig gemacht, auch super sauber foliert. Und das ist hier aber auch schon die Schwierigkeit, eben halt das Design auch genauso wieder eben halt aufs Auto zu bringen. Also es ist super von der Arbeit her. Genau, die Übergänge. Ob man das nun leiden mag oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber ich finde das Design witzig und eben halt auch die Übergänge stimmen. Da haben einige echt Schwierigkeiten bei. Das ist kein einfaches Design. SLR 722. Ja. Davon haben wir den ersten bei unserem Hauptstehen gehabt, der die Idee gebracht hat. Ja. Unser Kunde. Sehr cool. SLR McLaren. Ja. Ich finde das auch eine geile Präsentation, einfach so auf dem Truck. Ja, der Truck ist auch schon ganz geil. Ja. Hammer. Guck mal, hier steht auch noch einer von Custom Kings. Ja. Und ja, hier ist auch, auch knallbunte Folierung. Das ist auch aufwendig. Floliert. Cool. Tech Wrap. Sieht geil aus, ne? Ja. Cool. Oh, das sind halt krasse Farben, ne? Ja. Aber hier stehen auch so ein paar Lamborghinis rum. Der Lamborghini Huracan ist hier auch. Ja, aber es ist. Sehr gefragt. Hier ist eine Dragster-Strecke oder Vorstellungsstrecke, ganz geil gemacht. Und es darf auch nicht jeder darauf fahren, sondern nur Profis. Eben war der Stefan von Custom Kings, ich hab's hier drauf. Schön Burnout gemacht. Da freut sich doch die Gretel. Das waren so früher die Zuhälterkarre. Hast du nachgeschmissen bekommen nachher und mittlerweile wieder richtig geil und auch richtig teuer. Ist auch der Originallack. Gab es ihn in der Farbe? Ja. Aber der ist nachlackiert. Siehst du die Wolken hier drin? Ja. Also hier ist sehr schön zu sehen, das ist eine Metallic-Farbe. Wenn man jetzt genau drauf guckt, sieht man so eine Wolkenbildung. Das ist eine Riesenhaube, das ist so ein Pearl-Lack. Der ist nicht ganz einfach zu lackieren, aber es wird die Originalfarbe sein. Mein Onkel hatte nämlich mal einen in der Farbe. Aber nicht als Coupé-Zweitürer, sondern als Viertürer. Das war der, wo die Batteriesäure sich da in Lack gefressen hatte. Ist so. Aber es ist, glaube ich, auch ein US-Modell mit den Lampen. Ja, schon geile Sachen hier. Wir haben hier gerade mal den Andreas, der hat uns gerade
angesprochen, dass er unsere Videos schaut und ich habe gar nicht so viele Poliervideos gemacht, oder? Na, du hast aber immer Videos gemacht und zwar mit den Motorradtanks. Ja. Und dass du das immer so glatt geschliffen hast und dann wieder poliert und noch eine Schicht Klarlack und noch eine Schicht Klarlack und wieder poliert und geschliffen. Das habe ich mir dann immer angeguckt. Was hast du alles gemacht? Hast du ihn auch lackiert? Nee, lackiert habe ich ihn nicht. Lackieren lassen habe ich den bei uns auf der Insel Rügen beim Autohaus. Bei den Lackprofis heißen die und da lasse ich seit vielen, vielen Jahren alles lackieren. Aber halt, ja, wie gesagt, ne, ich mache das Schleifen und Polieren, das ist halt so. Hast du aber auch ordentlich rangenommen, ne? Ordentlich geärgert. Allein das schon, also das ist schon geil lackiert. Ja, ich habe, also, ja, das muss man, also, da war schon viel Fleiß und Mühe von allen anderen auch dabei, ne? Also, den Ruhm darf ich nämlich nicht alleine einstecken, das wäre falsch. Das mache ich auch nicht. Nein. Weil da hatte ich die Lackierer schon ganz schön geärgert, muss ich wirklich sagen. Ist ja groß geworden, ich guck mal, Mensch. Zehenspitzen. Oh. Wir haben ja schon immer mit den Gedanken gespielt. Also, du hast das schon mehrfach erwähnt gehabt, auch uns gegenüber, aber dass es dann letztendlich so schnell wird, irgendwann will ich mal nach Dubai, ist das Ananas. Ja, da waren wir selber überrascht, dass das dann so schnell ging. Ja. 7,5 Wochen. Also wir beide sind ja nach Dubai geflogen im Februar, weil wir noch Flüge vom letzten Jahr hatten. Und haben sich so ein, zwei Zufälle ergeben, dass wir einen Interessenten für unsere Halle hatten, den wir am Flughafen getroffen haben. Wir wollen schon mal so gucken wegen Auswanderung. Ey, sagt Bescheid, ich würde eure Halle nehmen. Wieso? Ja, Bescheid. Ja, hat mich sehr gefreut, euch mal wieder getroffen zu haben. Gleichfalls. Wie lange hier? 2 Tage. Achso, oder bis wann? In Deutschland? Wahrscheinlich bis zum 23. August. August, ja. Mal gucken. Wir wollen noch so einen kleinen Roadtrip machen und schauen wir mal. Ja, Wayne's World, Party Time, exzellent. Yeah. Ich komme auf den Namen nicht. Das ist ein Chevrolet, glaube ich. Gremlin. Schreibt das mal in die Kommentare. Der war bei Wayne's World und haben sie in dem Wagen nochmal gesessen. Wayne's World, Party Time. Und da war Garth mit so einer dicken Brille. Und haben sie oben am Dach immer so eine Art Plastik-Kuchenglocke gehabt, wo sie mal Lakritz rausgezogen haben. Also ich finde das Auto so hässlich, dass ich es schon wieder richtig geil finde. Kostet mittlerweile auch richtig Geld. Wenn man hier reinguckt, ein Corvette LS3 Motor V8. Ich glaube, die gab es auch als V8. Oh, hier eine Nossflasche drin. Also das Ding hat richtig Karamba. Aber guck mal, guck dir an, wie hässlich der ist, oder? Ja, aber der ist ja so hässlich, dass er schon wieder geil ist. Sag ich ja gerade. Der ist so hässlich, ich würde den fahren. Ja, auf jeden Fall fallen solche Fahrzeuge natürlich auf, ne? Ja. Also hier ist schon eine hohe Dichte an richtig guten Fahrzeugen und auch viele Fahrzeuge. Ich habe mir sagen lassen, morgen, wenn noch die XS Car Night Party ist, dann sind hier über 1000 Fahrzeuge. Und hier ist das, deswegen mag ich das immer nicht so, wenn man halt versucht, Hässliches zu kaschieren, das machen ja viele. Die machen Auto als Füllern oder schlecht spachteln und dann hauen sie Folie rüber und die Folie covert alles. Hast du aber so eine geile Effektfolie und hast dann so ein wie vom Kaugummi zerkauten Kotflügel, ne? Das ist immer Sache, wo so, ey, das sind so Blender. Ja, also diese Pearl-Farbe, die verzeiht natürlich gar nicht. Sie zeigt dir jede Macke. Deswegen, also für so einen Bereich wäre ein Unilack ohne Metallic-Anteil viel geiler. Aber das sieht furchtbar aus, oder? Aber das sehen wieder nur wir. Genau, andere sind begeistert davon. Und das ist immer je nachdem, wie man ja auch den Anspruch hat. Hier sind Golf 1. Haben wir eben auch gesehen. Sowas wird nicht mehr weniger wert. Oder VW Käfer. Ich habe meinen leider verkauft. Jetzt habe ich in Dubai gesehen, wie sie einen fertig machen. Steht hier irgendwo ein Käfer? Ich habe irgendwo einen Käfer gesehen. Ja, doch, waren schon. Komm, wir suchen mal nach einem Käfer. Oder hier, Passat, guck mal. Genau den hatte ich auch mal geschenkt bekommen, in der Farbe. Aber als Viertürer. Ich habe den, habe ich geschenkt bekommen. Aber ganz ehrlich, ja. Ich finde den immer noch nicht schick. Nee, aber ich hatte auch die gleiche Innenausstattung. Und ich hatte den Motor drin. Ich bin zur Berufsschule gefahren. Wie gesagt, ich habe den geschenkt bekommen. Habe den Motor ausgemacht, die Tür zu. Bin ungefähr 20 Meter zur Schule gegangen und das Auto lief immer noch. Der hat immer nachgedieselt. Doch, der hat auch so Abteilung hässlich, dass er schon wieder schön ist. Ja, für dich, für mich nicht. Ja. Also. Für dich ist er hässlich, hässlich? Der hässlich, hässlich. Der ist hässlich, hässlich. Aber dann ist so ein Opel Corsa da hinten. Der ist hässlich, hässlich.
Also das finde ich. Aber das ist ja das Schöne, dass die Geschmäcker alle unterschiedlich sind. Ja, eben. Sind, das ist, ne? Ja, das ist ja, wie viel. Genau. So, weil sonst würde so eine bunte Vielfalt ja gar nicht vorhanden sein. Sowas wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Opel Corsa mit Pampers Arsch. Aber siehst du, die Leute lieben das und stecken jetzt. Was ist denn Pampers Arsch? Ja, das ist jetzt der Kofferraum. Normal hat ein Corsa Stufenheck. Also normal geht ein Corsa so weiter. Und den haben sie einfach mal so einen Kofferraum hinten angepackt. Pampers Bomber nennt man sowas. Das ist ein Opel Corsa? Das ist ein Corsa, ja. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Aber siehst du, was da an Zeit, Mühe reingesteckt worden ist. Pinstripes drauf. Und die Farbe, das ist auch geil, die Farbe. Die gab es damals von Herberts Standox. Weißt du das noch? Ja. Larry hatte die Farbe darauf auf seinem Motorrad. Und Dose auf seinem Mercedes. Das nannte sich Standox Indianapolis Blue. So, wir sind hier eben an einem Polo 86C gestoppt. Weil wir sagten, ey, geil, guck mal hier mit Defekte, die wir auch bei YouTube schon gemacht haben. Fischschuppen, Wassertropfen, Bubbles, hier diese Design-Stripes. Und dann kam der Mike auf uns zu und sagt, hier, hab ich lackiert. Kein Lackierer, und das ist seine erste Designlackierung. Also alles selbst angeeignet und... In der Garage? In der Garage lackiert, mehr oder weniger, ja. Also kann keine sich Lackierkabine, nix. Das heißt nichts. Ich habe auch damals viel Schleifen und Polieren. Schleifen und viel nass gemacht, ne? Ja. Da kommen die geilsten Sachen mal raus. Aber es ist krass. Also für die erste. Wieso hast du das gemacht? Weil ich Bock auf Lackieren habe. Und so Lowrider-Style sieht halt fett aus, finde ich. Und was lackmäßig machst du sonst beruflich? Ich stehe am Laser. Okay. Also komplett was anderes. Ja. Hast du was Gelasertes hier dran? Nein. Aber dann würde ich sagen, voll Laser, wie du abgehst. Dankeschön. Ja. Geil. So, wir haben direkt zwei Käfer gefunden. Der ist super geil, breit. Keine Ahnung, was das ist. Richtig geil, aber noch geiler finde ich das hier. Ich würde sagen, hier ist eine, schwer zu sagen, ob es eine Original-Patina ist, die mit Klarlack überzogen ist. Also er hat einen einheitlichen Glanz. Hat auch hier so ein paar Macken. Da oben so ein bisschen ausgebessert. Aber das sieht hier aus wie eine Original-Patina. Und die ist quasi nochmal mit Mattlack versiegelt. Aber man darf die nicht restaurieren, wenn der wieder original aussieht. Der muss genau so bleiben, mega wie er ist. Geil. Das ist auch einer, so ein Winker, da kommen hier die Blinker raus, dann winken die so, ne? Heißt, glaube ich, sogar Käferwinker. Oder? Ich glaube so. Also echt geil. Oder hier. Ja, habe ich eben auch schon gesehen. So ein kleiner Polen-Fiat. Ja. Ah, den habe ich auch schon gesehen. Der hat mega Arbeit da reingesteckt in das Ding. Ist auch bekannt in der Szene, das Auto. Hammer. Nee, ist kein Hammer, das ist ein Baja. Baja. Ja, aber trotzdem, mega. Das sind diese Baja California, die höhergelegten, wo sie ja diese California-Baja-Straße gefahren sind. Richtig geil. Unbezahlbar, so ein Ding. Ja. Hier schön in der Gulf-Lackierung. Geil. Richtig geil. Der ist... Ich habe keine Ahnung, was so ein Ding kostet, aber ich weiß, die sind arschteuer, weil die so kultig geworden sind. Mega. Ja, aber auch, ne, die ganzen Lackfehler und... Nee, das ist Patina. Das ist halt Matten, ne? Ja, ist ja über die Jahre hinweg. Hier, guck mal, hier steht das Baja. Na, hier steht das, dieses Baja. Das ist halt diese typischen Strecken, die sie gefahren sind. Hier oben noch alt drauf. Richtig cool. Baja Ensenada. Mega. Guck mal, weißt du, warum da Löcher an der Sitze sind? Guck mal, hier sind Löcher an der Sitze. Das sind die Angstlöcher, ne? Wenn halt so eine Düne kommt, der durchknallt, kannst du direkt Urin lassen. Guck mal, hier haben wir ihn. Renius Golf, mein mega Projekt, was ich letztes Jahr gemacht habe. Willst du mit dem Kit hier anbauen, alles verspachteln. Und hier ist das ganz interessant zu sehen, da ist ein PCP drauf. Wir haben so ein paar Problemstellen gehabt, wo ich sagte, die Verbreiterung mit der Blechverkleidung, die reißt schnell mal. Aber guck mal hier ist spannend. Hier ist aber ein PCP drauf. Das Auto fährt da deutlich über 250. Hier sind keine Steinschläge, wo PCP ist. Und bei dieser Mulde sind 1, 2, 3 Steinschläge, weil hier ist kein PCP drauf. Guckt aber den Deckel an hier. Hier ist PCP, da ist nicht ein Steinschlag. Und hier ist die Abdeckkappe. Und da ist der Lack schon wegterminiert, weggestrahlt. Also ihr seht ihr, wie stabil PCP ist im Vergleich zu ohne PCP. Also Steinschläge AD. Und krass ist, den reißen wir nächstes Jahr ab. Das heißt, hier ist aber PCP drauf, das reißen wir runter und das ist auch wieder weiß, glänzend runter. Das tut weh, aber es ist ein Teil des Experiments. Ne?
Genau. Genau. Ich finde die Musik viel geiler. Wir haben hier vier geile Autos von JP Performance stehen. Auch wieder ein schönes, geiles Design mit Folie. Lack. Lackfolie gemischt. Nur Lack. Also alles da. Da hinten ist natürlich das Schönste. RWB Porsche. Das war mal ein 964er. Mit Backdate. Können wir mal kurz gucken. Hier hat er quasi das türkise Lack. Dann hat er dieses Breitbau-Kit. Das ist ja von Nakai Sun. Das ist der Japaner, der weltweit rumgeflogen ist, hat die Autos auseinandergesägt, diese Verbreiterung drauf gemacht und diesen Style irgendwie erschaffen. Und ursprünglich ist das 964. Man könnte aber denken, das ist ein Porsche von, ja, aus den 60ern, weil er halt hinten umgebaut ist, vorne auf diese alten Blinker und so. Aber also, ist denn das Gelbe? Das Folie. Was? Das Design ist jetzt nachträglich darauf foliert, weil er mal so eine neue Optik geben wollte. Weil sonst kann ich der RWB mehr wäre. Aber das hier, diese ganzen Blinkerblecharbeiten ist geändert. Damit es aussieht wie so ein alter Porsche. Aber es ist einer, ich glaube, Baujahr 90, wie meiner. Das Auto ist aus einem Computerspiel. Statt es hat einer entworfen. Das haben sie mit Prior Design umgebaut. Genauso wie den Golf mit V6 Motor hinten im Kofferraum. Ja, geil. So, wir müssen jetzt mal schnell weiter. Schnell wie die Feuerwehr. Das waren die PS-Days, richtig geil. Geile Lackierung, geile Folierung. Super, also, tolle Umbauten, alles. Wieder coole Leute getroffen, ne? Ja, total. Es hat sich schon rumgesprochen, dass wir in Dubai sind. Also wir sind sehr oft angequatscht worden, was sehr cool ist. Ja. Die Jungs von Holy Hall getroffen. Also erfahren, dass wir kleine Fans haben, 10-jährige Mädels. Ja, so süß. Voll cool. Also falls du das siehst, du weißt, wen ich meine. Ein Knutschi. Madeleine war das. Ja, Madeleine. Genau. Bald, ja? Schreibst du auch Kommentare, ne? Ja, Papa, das Bild, wir wollen es tatsächlich. So, wir müssen jetzt aber los. Wir müssen nämlich an die Funktionsbank Mofa rennen. Ich muss mich noch warm fahren. Und deswegen machen wir jetzt Attacke. Tschüss, bis bald, euer Danny und Vivian. Ciao.